Naja, der Titel ist ja schon mal ziemlich nah dran, würde ich sagen. Illusionen, Visionen. Das Thema sind Bilder, die in uns stecken und wie wir die Möglichkeit bekommen können, sie zuzulassen. Ja, also ich spiele Theo, einen evangelischen Pfarrer, der mit Claudia verheiratet ist, einer attraktiven Frau, aber in der Beziehung ist es relativ kühl geworden, würde ich mal sagen. Also die beiden wissen nicht mehr so richtig, etwas mit sich anzufangen. Aber das Hauptproblem von Theo, wie sich herausstellt, ist wohl, dass ihm Gott abhanden gekommen ist. Und er predigt tapfer weiter, trotzdem. Und während des Films wird wahrscheinlich, hoffe ich, diese Hülse, die sich daraus ergibt, also diese Leere hinter den vielen Worten deutlich. Und das nächste Thema, was die Figur betrifft, ist sicher, und was diese Beziehung zwischen Claudia und Theo betrifft, ist eben das gemeinsame Ziel. Sie haben keine Kinder und das ist wohl hauptsächlich Theos Idee, eben keine Kinder zu haben. Offiziell rechtfertigt er das wohl mit seinem Beruf, dass ihn das viel zu sehr in Anspruch nimmt. Aber es kommt ja dann im Laufe des Films heraus, dass er tatsächlich schon ein Kind hat. Mir wird jetzt nicht verraten, aber und er weiß es auch, aber er hat es einfach ignoriert damals. Das ist so ein bisschen das Vergangenheitsgericht von Ibsen, was ihn da erwischt. Und so erfahren wir etwas über einen Menschen, der eigentlich keinen Boden mehr unter den Füßen hat und das aber tapfer ignoriert. Ja, die Drehzeit damals war also toll und sehr intensiv. Es war halt nicht wirklich WTP-like wohl, weil es gab ein Drehbuch, was wir schon vorher hatten. Es war eine Adaption von einem Theaterstück von Roland Reber damals. Und jetzt ist es WTP authentischer, weil eben vieles offen ist. Wir haben ja gemeinsam das angesetzt, wir darüber geredet und dann hat Roland eigentlich so nach und nach erst den Film entwickelt. Und das war jetzt in dieser Arbeitsweise für mich das erste Mal und sehr spannend. Schwierige Szenen. Ich glaube, die schwierigen Szenen waren die, wo es wirklich um die Bedeutungslosigkeit ging. Also die alltäglichen Szenen. Sowohl im Alltag als auch in der ersten Phase der Bar, der Kneipe, in der sich dann alles trifft, werden ja eigentlich nur belanglose Sätze ausgetauscht und eine gewisse Haltung zueinander an den Tag gelegt. Aber da in diese Unsicherheit und diese Ereignislosigkeit wirklich die Figur zu setzen, ich glaube, das war das Schwierige an der ganzen Sache. Anekdote nicht, als ich hier angefangen habe, habe ich Käsekuchen wirklich gemocht. Das war ja auch meine Idee, dass es Käsekuchen gibt, wenn Claudia und Theo einen Kaffee trinken. Das hat sich geändert, ich mag jetzt keinen Käsekuchen mehr. Die Bar ist eine Kneipe, in der alles passieren kann, wenn man es will. Das heißt, es ist eigentlich so etwas wie ein Katalysatorraum, der einen in die Untiefen und in die Bilder seiner Seele bringen kann, die man bisher vermieden hat oder die man verschüttet hat oder die man ignoriert hat. Und sie treffen sich da alle mit hohen Erwartungen, wie es ja heißt. Es ist so eine Art seelischer Zwingerclub. Das Schöne ist, dass dann ja doch alle miteinander zusammenhängen, schicksalsmäßig, Schicksal, man weiß es nicht. Und so, ja, es ist so eine Art Durchreiche, eine Schleuse in die Bilder der Seele aller Gäste in der Kneipe.